Diamanten. Oh, 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 warte mal. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe meinen Wecker verschlafen und ich muss ganz schnell zur Schule. Okay, schnell hier raus. Obwohl, warte mal, ich muss schnell mein Heft mitnehmen. Und zack, hier vorne ist mein Heft. Und meine Schultasche kann ich jetzt leider nicht mehr packen. Ich habe keine Zeit dafür. Schnell in die Schule, Freunde. Schnell, 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 schnell. Freunde, aufstehen, wir haben verschlafen. Lea, bist du da? Ja, ich komme. Ich habe nur kurz meine Sachen gepackt. Lass uns beeilen. Schnell, 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 Lea. Oh nein, oh nein, oh nein. Wir müssen die anderen auch wecken. Wie kann das sein, dass noch keiner aufgestanden ist? Oxy, 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 bist du da? Was machst du? Na los, jetzt nimm schon die Smaragd in deinen Mund rein. Ich habe doch gesagt, du musst das essen. Das Oxy, ist gesund. Oxy, was machst du? Wir müssen zur Schule und du versuchst, deine Schildkröte mit Smaragden zu füttern? Du weißt ganz genau, Schildkröten essen keine Smaragde. Oh Mann, Ukri, ich hab's vergessen, was sie isst. Seit Tagen hat sie schon Bauchschmerzen. Was essen denn bitte Schildkröten? Ich dachte, was Smaragde? Los, iss schon. Oxy, die essen Seetang. Jetzt kommen, wir müssen zur Schule. Ja, genau, genau, genau. Und Tür auf. Warte mal, wo ist Sim Lucky? Ein Moment mal. Hm, du hast recht. Wo ist er bitte? Warte mal, wie kann das sein? Wir müssen doch zur Schule. Hm, oh, ich glaube, ich habe eine Idee. Ukri, er spielt doch seit neuem mal dieses eine neue Spiel da. Warte mal, ein neues Spiel in seinem Keller etwa oder was? Okay, schnell dort runter und... oh nein, nicht du schon wieder. Was spielst du denn dort? Let's go, schaut mal, was für ein cooles Spiel ich spiele. Was ist das denn? Aber bevor wir mit dem Video weitermachen, will ich euch was Cooles zeigen. Und zwar meine ich das Spiel World of Warships, welches wir gerade zocken. World of Warships ist ein richtig cooles Spiel. Indem man in atemberaubenden Seeschlachten gegen andere Spieler antreten kann. Das Geile daran ist, dass das Spiel kostenlos ist und ihr es über alle Konsolen und PC spielen könnt. Ihr könnt eure Schiffe nach eurem Belieben konfigurieren, wo ihr eure Gegner damit hochnehmen könnt. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, einfach mal ein paar Runden auszutesten und euch selber von World of Warships zu überzeugen. Wie gesagt, es ist komplett kostenlos. Klickt dafür einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung und ladet euch das Spiel einfach runter. Vielen, vielen Dank für diesen Sponsor und jetzt zurück zum Video. Okay, und jetzt wird weitergezockt. Ukri, bitte geht raus. Nein, wir müssen ab zur Schule. Schnell, kommt nach oben. Oh Mann, Ukri, wir müssen es echt beeilen. Du weißt doch, unser Lehrer tickt immer total aus. Ja, ganz genau. Ich weiß nicht mal, welchen Unterricht ich heute habe. Ich habe überhaupt nicht auf den Stundenplan geschaut. Egal, lass uns beeilen. Schnell, 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 schnell. Irgendwo hier geht's lang. Da geht's zur Schule. Ich freue mich auf schon. Auf geht's zur Schule. Okay, ab geht's. Wir müssen schnell zur Schule. Wir haben leider kein Auto. Oh Mann, ich hätte so gerne ein Auto. Egal, Freunde, schnell rüber da. Freunde, 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 beeilt euch. Wir haben nicht mehr viel Zeit, gleich fängt die Schule an. Ich glaube, sie hat schon angefangen. Aber Ukri, Ukri, was haben wir eigentlich in der ersten Stunde? In der ersten Stunde? Lass mich überlegen. Ich habe keine Ahnung, Oxy. Ich habe wirklich keine Ahnung. Hm, warte mal. Ich schaue ganz kurz auf meinem Stundenplan nach. Aber Oxy, beeil dich. Wir sind gleich sonst zu spät. Warte mal, Ukri, hier steht das drauf. Siehst du das? Auf dem Papier steht unser Stundenplan. Okay, mal schauen. Warte mal, das ist ein leeres Blatt Papier. Sicher? Nee, da steht bestimmt was drauf. Oh, dann habe ich wohl meinen Stundenplan zu Hause vergessen. Hat wohl meine Schildkröte gefressen. Dein Ernst, Oxy, das kannst du nicht bringen. Sam Lucky Lea, wisst ihr, welchen Unterricht wir jetzt haben? Ja, Ukri, du hast jetzt Chemie und ich hab Musik. Ciao, ciao. Warte mal, und was habt ihr beiden? Oh, ich hab ja meinen Stundenplan verloren. Lea, was hast du heute? Wir haben alle zusammen Musikunterricht, außer Ukri, der hat irgendwas anderes. Oh nein, ich weiß nicht, welchen Unterricht ich jetzt habe. Okay, da müssen wir jetzt wohl Abschied nehmen. Ich hab einfach alleine Unterricht. Okay, dann gehen wir mal, Ukri. Wir sehen uns später. Okay, Mann. In welchen Unterricht soll ich denn jetzt bitte sehr gehen? Ich habe keine Ahnung. Tschüss, Ukri. Wir sehen uns dann am Schulende. Und wie gesagt, du kriegst das schon hin, ja? Mach dir nichts draus, Bro. Danke für den Support, Oxy. Aber jetzt müssen wir uns wirklich beeilen. Ich komme einfach ganz alleine zu spät. Und meine Freunde haben zumindest eine Ausrede, denn drei von denen sind zu spät. Das ist doch immer so. Okay, Biologie... Hier scheint keiner drin zu sein. Na gut, Chemie. Freunde, denkt ihr, ich habe Chemieunterricht? Ich glaube, ich sollte dort echt reingehen. Lasst mal jetzt alle ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und lasst ein Like da auf dem Video. Innerhalb der nächsten 30 Sekunden, dann werde ich jetzt dort reingehen. 3, 2, 1 und rein dort! Oh Mann, es tut mir leid für die Verspätung. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich kann nichts dafür. Der Bus kam zu spät. Oh, sag mal, Ukri, das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder zu spät. Ich habe dir schon tausendmal gesagt, du musst früher zum Unterricht. Okay, alles klar. Es tut mir wirklich leid, aber ich kenne Sie überhaupt nicht. Sind Sie ein neuer Lehrer? Also, fang jetzt erstmal an. Wie anfangen? Warum sitzen Sie auf meinem Platz? Und ja, ich weiß die Antwort. Ups, ganz vergessen. Ich bin ja der Lehrer. Okay, Freunde. Was ein komischer Lehrer. Und wer ist dieses Mädchen neben mir? Oh, hi. Mein Name ist Daisy. Oh, hi, Daisy. Ich bin hier etwas neu an der Schule. Deswegen, ich kenne noch nicht so viele. Ah, ja, ich verstehe. Deswegen sehe ich dich hier auch das erste Mal. Willkommen da.
der Schule. Vielen, vielen Dank, Daisy. Und was machen wir heute im Chemieunterricht? Okay, Ukri da vorne, du sollst mir jetzt erklären, wie man eine unendliche Steinquelle hinbekommt. Eine unendliche Steinquelle? Daisy, weißt du, wie das geht? Warte mal, lass mich überlegen. Nicht nachfragen, ich hab dir gesagt, du sollst dich mal anstrengen. Hör auf, mich zu schlagen, was bist du für ein komischer Lehrer? Sowas darf man überhaupt nicht. Vor 40 Jahren durfte man das noch, ich bereue, dass ich in dieser Zeit lebe. Mach jetzt die Aufgabe. Okay, aber ich war letzte Stunde ja nicht da, ich bin neu, hast du das vergessen? Oh, ja, stimmt, du musst so wissen, mein Gehirn kriegt das alles nicht mehr mit, da gibt's sowas, das nennt sich Alzheimer. Naja, da macht es in Partnerarbeit mit Daisy. Okay, alles klar, dann machen wir das in Partnerarbeit. Na los, wollen wir anfangen? Weißt du, wie das geht, Daisy? Ja, komm, ich zeig dir, wie es geht. Okay, also ich glaube auf jeden Fall, wir brauchen dafür erstmal Lava und Wasser für eine unendliche Steinquelle. Freunde, wisst ihr, wie das geht? Dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr das nicht bis zum Ende der Stunde fertig bekommt, dann kriegt ihr eine 6. Du weißt ganz genau, was das für dich bedeutet. Du kriegst keinen Ausbildungsplatz bei der Bäckerei. Und hier hast du einen Lava-Eimer, den Wassereimer und ein bisschen Stein. Wofür brauchen wir Stein? Naja, um die Grundform hinzubauen. Okay, du passt gar nicht auf. Egal, Daisy, du schaffst das schon. Du bist ja meine beste Schülerin. Okay, lass uns anfangen. Okay, zeig diesem Ukri mal, wie das geht. Der versteht absolut gar nichts. Und jetzt beeil dich. Oh Mann, Daisy, ich habe keine Ahnung von Chemie. Aber meine Zuschauer haben kommentiert und dank euch kann ich das jetzt bauen. Also, ein Block hier, ein Block da, ein Block hier und hier vorne ein paar Blöcke. Zack, zack, zack. Daisy, ich brauche noch mehr Blöcke. Hast du noch welche? Ja, ich habe noch 10 Stück. Nimm diese hier. Perfekt, dann nehme ich die mal. Und zack. Und, ich glaube, hier vorne müssen wir Lava platzieren. Und hier Wasser. Ups. Oh nein, was soll das denn? So kriegen wir eine 6. Warte mal, wir müssen doch ganz schnell abbauen und nochmal neu machen. Okay, hier vorne die Lava und hier vorne das Wasser hin. Perfekt, siehst du das? Ja, ich glaube, jetzt sollte es klappen. Okay, und jetzt können wir diesen Stein abbauen. Danke dafür, Daisy. Und jetzt müsste es wirklich funktionieren. Perfekt, es funktioniert wirklich. Schaut euch das an, wir haben einfach eine unendliche Steinquelle. Und perfekt, Herr Lehrer, wir sind fertig. Und nochmal stark drücken und... Oh Mann, perfekt. Endlich habe ich diese Last losgewonnen. Seid ihr endlich fertig? Ja, wir sind fertig und jetzt kann uns nichts dazwischen kommen. Ey, yo, endlich bin ich auch im Unterricht. Wer ist das denn, Daisy? Ach, das ist nur so eine Nervensäge. Ignoriere ihn einfach. Okay, alles klar. Ach ja, schon wieder ein paar Energy Drinks. Warte mal, wer bist du denn? Bist du etwa neu oder was? Ey, warum schlägst du mich und schubst mich hier runter? Was soll das? Was ist das denn? Eine unendliche Steinquelle. Wie cool ist das bitte? Let's go! Nein, mach das nicht kaputt! Wir bekommen doch dafür eine Note! Eine Note? Oh Mann, geh mal weg! Ey, Lehrer, komm mal her, ey! Was soll das? Wieso gibst du mir immer so schlechte Noten? Du hast es dir verdient! Du kannst absolut gar nichts, du blöder Schuff! Und warum kommst du überhaupt immer zu spät, Mann? Aus dir wird niemals was! Yo, Mann, ich zu spät? Du bist jetzt doch immer der mit den komischen Brillen. Und was ist eigentlich mit dir? Sind wir überhaupt noch zusammen? Nein, schon lange nicht mehr. Schon lange nicht mehr? Warte mal, du warst mit diesem Typ zusammen? Kannst du bitte aufhören, den Lehrer zu schlagen? Sowas macht man nicht. Ey, Mann, Lehrer zu schlagen? Wer bist du denn, Mann? Immer lernen, oder was? Oh nein, die Lava! Ehrlich, dieser ganze Unterricht geht mir sowas von auf den Sack. Ey, nein, das darfst du nicht. Das steht im Gesetz der Schulregeln. Hör auf damit! Ey, gib mir mein Feuerwerk wieder, Mann. Was ist denn los mit dir, Alter, du Brillengesicht? Wollte der gerade TNT zünden in der Klasse? Was ist das denn für ein Typ? Oh, das war mein Ex damals, aber er ist so komisch geworden. Oh Mann, ich setz mich jetzt hin. Beginnt endlich der Unterricht. Warte mal, das ist doch mein Sitzplatz. Der Unterricht beginnt jetzt. Sitz woanders, du Schnecke. Ey, ich bin keine Schnecke. Und warte mal, was hast du mit unserer Steinquelle angestellt? Mit unserer Steinquelle? Das ist meine Steinquelle, okay, Papa Schlumpf? Papa Schlumpf? Warte mal, hat der mich gerade Schlumpf genannt? Oh Mann, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Komm her! Zack, zack, zack! Ey, warte mal, was soll das denn, ey? Komm her, Mann! Hey, woher hast du ein Feuerzeug? Herr Lehrer, Herr Lehrer! Schmeißen Sie ihn raus, er will mich anzünden! Ey, Jungs, das geht jetzt hier sowas von zu weit! Wer als nächstes noch irgendwas Böses macht, kriegt eine Strafanzeige! Ey, aber setz dich nicht auf meinen Platz, das ist mein Platz, ja? Warte mal, aber, ey, das kann doch nicht sein! Und wo ist dann bitte sehr mein Platz? Mein Platz ist hier hinten. Komm mit, ich zeig dir deinen Platz, ja? Okay, oh Mann. Na los, komm mit, ich zeig dir deinen Platz. Okay, warte mal, was? Wir sind gar nicht mehr im Klassenzimmer. Komm sofort mit, ansonsten kommt mein Feuerzeug zur Sache. Komm mit, hier ist dein Platz, ja?
Warte mal, was? Was soll das hier sein? Muss rein mit dir in die Toilette. In die Toilette? Oh, ich muss so oder so auf die Toilette. Okay, na gut, Freunde, komm schon. Kannst gleich dein Gesicht reinstecken. Freunde, bitte einmal weggucken. Ich musste so oder so auf Toilette und zack. Ey, Barmann, wie siehst du denn aus, ganz ehrlich? Ey. Was soll das? Geh raus aus der Toilette! Weißt du was? Deine Haarfarbe ähnelt dem gleichen, was in der Toilette da drin ist. Ich sperre dich jetzt da rein. Ey, lass mich hier raus! Oh nein, oh nein, oh nein, das kann doch nicht wahr sein. Hat der gerade meine Haarfarbe verleihen? Warte, ich hab noch was vergessen. Oh! Oh Mann, wie kann man so fies sein? Wer ist dieser Typ? Warum lacht er mich die ganze Zeit aus? Oh nein. Warum macht man sowas? Er hat mich hier eiskalt eingesperrt. Was denkt denn jetzt der Lehrer? Der wird mir eiskalt eine 6 drücken. Mein Chemieprojekt hat er auch zerstört. Ich werde sowas von eine 6 bekommen. Er hat einfach meinen Tag versaut. Oh Mann, wenn Orks diesem Lucky und Lea davon Bescheid wüssten. Oh Mann, die ganze Vita-Welt geht echt auf meine Drüsen. Ich muss jetzt endlich einen abseilen. Oh nein, der Lehrer kommt. Ich muss mich schnell verstecken. Was mache ich denn jetzt? Warte mal. Seht ihr das, Freunde? Hier vorne in der Kanalisation, in der Toilette. Ah, zack. Okay, alles gut. Okay, hier wird er mich niemals sehen. Oh Mann, nach 3 Stunden kann ich meinem Sprudel endlich freien Lauf lassen. Ich muss Luft nehmen. Ich krieg keine Luft mehr hier und der muss schnell machen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich krieg keine Luft mehr. Er muss schnell hier raus. Okay. Oh Mann, was machst du denn hier? Das gibt einen Verweis. Du wolltest mich beobachten. Du weißt schon bei was. Warte, nein, das wollte ich nicht. Ich kann das alles erklären. Herr Lehrer, das tut mir wirklich leid. Es ist nicht so, wie es aussieht. Oh, geh raus. Mein Magen tut weh. Okay. Oh nein, Freunde, es tut mir so leid. Was habe ich getan? Der Lehrer ist sauer auf mich. Und das alles wegen diesem fiesen Typen. Also, ich suche einfach mal meine Freunde. Wo sind die denn? Wo könnten die sein? Die haben doch gesagt, die sind irgendwo bei Musik. Hey, warte mal, Kleiner. Stimmt es, dass du Daisy angemacht hast? Daisy? Nein, auf keinen Fall. Ich stehe auf eine ganz andere. Auf eine ganz andere? Hör zu, ich weiß ganz genau, dass du auf Daisy stehst. Und weißt du, was mit Leuten macht, die auf Daisy stehen? Nein, weiß ich nicht. Weg hier. Immer zu, Kollege. Komm sofort hin, Mann. Du stehst nicht auf Daisy. Ist nur das verstanden? Daisy gehört nur mir, Mann. Schnell hier weg. Warte mal, Musikunterricht, da waren doch meine Freunde drin. Stimmt, dort vorne sind die ja. Perfekt, und rein da. Hey, Freunde. Warte mal, wo ist der Lehrer? Hi, Ukri, ich bin heute der Lehrer. Warum das denn? Was ist denn jetzt passiert? Naja, der Lehrer musste spontan weg und deswegen habe ich heute einfach spontan den Unterricht geführt. Warte mal, habt ihr das gehört? Der Gong hat geklingelt. Wir haben jetzt endlich Pause. Oh ja, der Gong hat geklingelt. Na gut, lass uns direkt in die Pause gehen. Sag mal, Ukri, möchtest du ein bisschen Frisbee heute spielen? Ja, das können wir alles dann in der Pause machen und lass uns auf jeden Fall was essen gehen. Komm, schnell. Oh, schaut euch das an. Hier vorne ist die Cafeteria. Ich hab so einen Hunger. Oh ja, ihr habt recht, aber warte mal. Sag mal, Sam Lucky, kannst du kurz diesen digitalen Stundenplan hier lesen? Zack, zack, zack. Schau mal, Leia, was da steht. Oh nein, wir haben wieder Unterricht. Seht ihr das? Oh ja, du hast recht. Genau jetzt in der Mittagspause. Hä, warte mal, was? Wie kann das denn sein? Ihr habt einen extra Unterricht jetzt in der Mittagspause? Na gut, dann muss ich wohl alleine in die Mensa. Egal, mich hält nichts auf. Also tschüss. Ukri, sei echt nicht traurig. Okay, wir sehen uns nachher, Bro. Ja, ganz genau. Tschüss. Oh, was gibt es für leckeres Essen heute mal wieder? Okay, ich entscheide mich für die erste Option. Okay, einmal bitte hergeben. Einmal das erste kommt sofort. Warte kurz. Zack. Oh, ist auf den Boden gefallen. Egal. Aber das ist so lecker. Schön. Okay, danke. Das schmeckt echt lecker. Oh, Freunde, schaut euch mal den Kleinen an. Ich glaube, der hat die Schule mit dem Kindergarten verwechselt. Das kann doch gar nicht sein. Und warte mal, was macht Daisy dort vorne? Aber alles klar, ich will ja einfach nur essen. Hi. Hey, willkommen in meiner Mensa. Was darf denn sein? Ich habe einen riesengroßen Hunger. Ich hatte heute richtig lang Schule und richtig viel Chemieunterricht. Also, na gut, was gibt es denn überhaupt? Heutiges Mensa-Essen? Affen, Kaka? Ganz genau, Affenkacke. Eine reinste Spezialität, frisch aus dem lateinischen Frankreich. Aus dem lateinischen Frankreich? Und was ist hier unten als zweite Option? Kohle? 0 Gramm Eiweiß, 0 Gramm Zucker und 33 Gramm AAA? Was soll das denn, bitte, jetzt, Freunde? Ich will euch 33 Gramm AAA, frisches AAA. Das reinste, leckerste Kost. Okay. Ich nehme einfach die erste Option. Gute Wahl, bitteschön. Lass es dir euch schmecken. Wasser gibt's da hinten aus dem Brunnen. Wasser
gibt's dort hinten aus dem Brunnen kostenlos? Okay, aber das ist nicht wirklich Affenkaka, oder? Ach Quatsch, natürlich nicht. Das ist aus Frankreich. Das ist ein ganz normales Bolett. Es heißt nur so, weil es ein bisschen verziert wurde, ne? Okay, ich hoffe es ja. Ich setze mich einfach mal neben Daisy. Hi, wir kennen uns doch schon. Oh, hallo Ukri. Dieser kleine Typ hier nervt mich ganz Zeit. Echt? Wirklich? Hi, wie ist dein Name? Was willst du denn jetzt hier? Komm, mach dich weg. Schau mal, ich kann voll gut tanzen. Ich zeig's dir. Und zack, 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 siehst du das? Das kann Ukri, dein komischer Freund, nicht, oder? Alles gut, Kleiner, ich will nichts von Daisy, schnapp sie dir ruhig. Oh, danke, Daisy, du weißt ganz genau, was wir gleich nach der Pause machen. Was machst du da schon wieder bei Daisy? Oh nein, nicht schon wieder der Schulmobber. Ach Mann, ich muss Kleiner, hab ich dir nicht gesagt, du sollst dich fernhalten von ihr, Ey, du, was passiert da gerade? Lass mich in Ruhe. Weg. Warte mal, was willst du denn schon wieder? Was willst du von dem kleinen Jungen, der hat dir nichts getan? Ey, hör mal zu, hab ich dir nicht schon gezeigt, wo der Aal hängt? Ein Moment mal, was hast du in der Hand? Bist du verrückt geworden? Hör mal zu, du lässt jetzt doch mal Daisy in Ruhe. Ja, Daisy, steig in Auto, wir fahren zusammen weg. Alter, Daisy, ich hab dir doch gesagt, du gehörst mir. Ich gehöre dir schon lange nicht mehr. Okay, hör mir mal zu, alles wegen dem, ne? Was, das hast du, das kriegst du, Mann. Was soll das bitte sehr? Oh Mann, dieser Typ ist richtig verrückt. Ah, oh nein, oh nein, oh nein. Ey, er hat einen Pfeil im Bogen. So ein Typ kann doch nicht hier auf die Schule gehören. Schnell hier weg, schnell hier weg, schnell hier weg. Okay. Daisy gehört jetzt mir und ich werde sie einsperren für immer. Warte mal, was? Oh Mann, Freunde, dieser Typ ist wirklich ein richtig, richtig fieser Schulmobber. Und sowas geht gar nicht. Freunde, lasst jetzt alle schnell ein Like da und ein Abo innerhalb der nächsten 3 Sekunden, wenn ich diesen fiesen Mobber aufhalten soll. Das geht so überhaupt nicht. Was hast du da gerade gesagt? Aua! Oh nein, oh nein, oh nein. Schnell, Freunde, schnell, schnell, schnell. Sonst schaffe ich das nicht ohne eure Hilfe. Okay, in 3, 2, 1 und zack. Ich werde mich zusammenreißen und ihn aufhalten. So geht das überhaupt nicht. Komm schon her. Ich werde nicht zulassen, dass du Daisy einfach einsperrst und zack. Also hör mal zu, Daisy. Ich weiß ganz genau, zwischen uns lief es nicht so gut. Aber bitte gib mir noch eine zweite Chance. Ich tue doch alles für dich. Was für eine zweite Chance? Nein, ich liebe dich nicht mehr. Check's doch. Aber bitte, liegt's an diesem blauen Vogel oder was? Nein, es liegt an gar keinem. Ich liebe dich einfach nicht mehr. Check's. Oh Mann, komm schon. Ich liebe dich doch. Keiner darf sehen, dass ich gerade am Heulen bin. Ansonsten werde ich die Lachnummer der Schule. Warte mal, du weißt... Warte mal, hast du das schon wieder gesehen? Mach, dass du wegkommst, Mann. Mach, dass du wegkommst, Alter. Nein, einen Moment mal, eine Sekunde. Ich habe das ganz genau gesehen. Du heulst einfach wegen einem Mädchen rum. Was bist du denn für ein Typ? Oh Mann, sie hat mir das Herz gebrochen. Ich habe sie so geliebt. Das liegt doch bestimmt an dir. Du hast sie mir doch weggenommen. Nein, warum soll ich sowas tun? Ich bin neu auf der Schule. Genau als du kamst, ist sie gegangen. Sie meinte irgendwas von einem Orksi. Du bist doch Orksi, oder nicht? Nein, ich bin nicht Orksi. Warte mal, Daisy steht auf Orksi? Alter, ganz ehrlich, du mit deinen blauen Glubschaugen brauchst dich gar nicht anzuschauen. Ey, dein Ernst? Blaue Glubschaugen? Was redest du da? Ich habe keine blauen Glubschaugen. Und Daisy, lass dir nichts von ihm sagen. Er ist ein richtig fieser Typ. Ich bin nicht fies. Mach, dass du wegkommst, Alter. Los. Ey, au, was soll das? Oh und nein, komm oh nein, gar nicht nein. Wieder. Wie, warum nicht? Das ist nicht deine Mensa. Oh doch, die Mensa gehört jetzt mir. Oh, warte mal, was? Okay, du wirst schon sehen. Irgendwie kriege ich dich noch. Du wirst mich niemals kriegen. Ey, was soll das? Was ist das? Oh Mann, Freunde. Eins muss ich ihm lassen. Er ist wirklich richtig gut im Fies sein. Aber ihr wisst ganz genau, fies sein und böse sein wird bestraft. Warte mal, Simlucky, was machst du denn da vorne? Jetzt als letzte Stunde zum Erdkundeunterricht. Ukri? Ich muss dir eins sagen, Simlucky, hör mal ganz genau zu. Ich brauche deine Hilfe. Meine Hilfe? Du weißt ganz genau, Simlucky ist immer dabei, aber ich habe gerade Unterricht eigentlich. Was gibt's denn? Ist es so dringend? Ja, das ist doch viel wichtiger als dein Unterricht. Ich muss es einem Mobber heimzahlen. Ich glaube, der heißt Justin. Justin? Oh, davon habe ich auch schon gehört. Der soll der fieseste Typ in der ganzen Stadt sein. Okay, wir werden es ihm jetzt heimzahlen, aber wie nur? Ich glaube, ich habe schon eine Idee, aber dafür brauchen wir Lea. Das würde sowas von gut funktionieren. Vertraut mir, Freunde, schaut euch das unbedingt bis zum Schluss an. Okay, ich weiß auch schon, wo Lea ist. Komm einfach mal mit. Die ist dort hinten hinter dem Baum. Oh, hallo, was macht ihr denn hier? Dort vorne ist irgend so ein fieser Typ, der allen eine riesen Angst einjagt. Und wir müssen ihn unbedingt aufhalten. Dafür brauche ich deine Hilfe. Bist du dafür bereit? Oh, lass mich kurz überlegen. Nur weil du es bist. Aber was genau muss ich denn machen? Wirklich? Das zeige ich dir gleich. Du wirst schon sehen. Okay, stell dich einfach hier vorne auf den Block.
Block. Bleib genauso, wie du bist. Ich glaube, das lockt auf jeden Fall den Justin an. Und ich platziere hier vorne. Egal, musst du nicht wissen. Tritt da auf keinen Fall drauf. Ich will nicht, dass dir was Schreckliches passiert. Also, ich gehe einfach mal weg und Sam Lucky, keiner hat das gesehen, okay? Okay, wir müssen ihn von irgendwo beobachten. Von wo nur? Ich glaube, wir verstecken uns hier hinter diesem Basketballkorb. Okay, perfekt. Lass uns hier vorne verstecken und warten, bis der kommt. Hi, hier ist ein Mädchen, welches alleine ist. Oh, ein Mädchen, was alleine ist? Hallo? Entschuldigung, wer bist du denn? Ja, ich bin ein Mädchen und ich bin Single. Vielleicht kannst du ja ein bisschen näher kommen. Dann können wir uns kennenlernen. Oh, ja, natürlich. Wie heißt du denn? Mein Name ist Justin. Oh, ein cooler Name. Komm mal ein bisschen näher. Ich habe so schlechte Ohren und dann kann ich dir auch meine Nummer geben. Warte mal. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so ein Trick gerade. Ist hier irgendwo jemand? Oh nein, wir müssen uns schnell verstecken, Sim Lucky. Hier ist niemand. Naja, dann komme ich halt mal zu dir. Warte mal, wow. Was ist das mit da? Wow, hast du das gesehen? Okay, wir haben sie komplett heimgezahlt. Ja, aber warum gingst du so tief runter? Oh Mann, Freunde, seit wann gibt es so ein Riesenloch unter der Erde? Schau mal runter, Ukri. Ich glaube, das hat der nicht überlebt. Das wird er uns auf jeden Fall heimzahlen wollen. Ja, genau. Wir haben es ihm jetzt heimgezahlt und jetzt kann uns niemand mehr aufhalten. Oh Mann, was sollte das? Das kann doch echt nicht sein. Was habt ihr bitte gemacht? Tja, wir haben dir eine Falle gestellt. Haha. Eine Falle gestellt? Das kriegst du zurück, Mann. Was sollte das? Okay, Freunde, schaut unbedingt bei meinen Freunden vorbei. Sim Lucky und Orksi. Apropos Orksi, wo ist er überhaupt? Und lasst ganz schnell ein Like da auf dem Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Schaffen wir die 100.000 Abonnenten, das wäre mega, mega cool. Schnell, 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 drückt auf die nächste Folge. Schnell. Tschüss.